Danke, Tim. Wieso kann ich dir eigentlich? Jetzt komm. Spül mal das Sofa. Fühlt man, das Material ist richtig gut. Ja. Ich find's schön. Ist nicht schlecht. Es ist top. Deine rote Flecken gehen einfach schlecht aus. Was meinst du damit? Ich meine ja nur, look, das Material, da bleibt doch alles drin hängen. Ja und? Was und? Gibt es nicht irgendetwas Praktischeres? Ich wusste ja gar nicht, dass du so ein Spießer bist. Wer ist jetzt langweilig von uns, hä? Wie wär's mit dem? Ist das nicht das gleiche wie das, was du schon hast? Nein, überhaupt nicht. Doch einmal noch in die Lade. Ja, praktisch. Der passende Glastisch steht ja auch schon davor. Ja, voll. Ich meine, wenn dir gefällt, können wir ihn gerne dazu nehmen. Ist gerade 2 für 1. Sitz doch mal an. Kannst du nicht mal offen sein für was Neues? Jetzt komm einfach mal dahin. Nein. Du musst keine Angst haben. Nur weil wir ein grosses Sofa kaufen, heisst das nicht, dass wir keine Zeit mehr füreinander werden haben. Tim? Tim? Kannst du nicht was anderes laufen lassen? Was hast du denn sonst noch? Anna? Anna? Simon? Simon? Simon, schau mal. Anna, weißt du was? Was willst du von mir? Willst du, dass ich mein Essen absage? Ist das? Oder willst du, dass ich so ein scheiß Herzlischöckeli friss? Ich dachte, du willst eine Veränderung. Veränderung, ja? Ja. Aber die Veränderung, auf die habe ich überhaupt keinen Bock. Weißt du was? Ich war jedes Wochenende hier und habe auf diesem blöden Sofa gesessen. Ich bin deine Freundin und nicht irgendein Scheißparasit. Und? Haben wir etwas gefunden? Ja. Ja, wir nehmen das orange Sofa zusammen mit dem Sessel. Okay. Dann nach einer guten Wahl. Wenn ihr wollt, können wir schon hineinschauen wegen dem Papierkram. Klar.
dem Fall trinken wir halt kein Rotwein auf dem Sofa.